Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer und liebe Trader aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Ich darf euch alle wieder soweit recht herzlich begrüßen und hoffe, ihr seid soweit gut in den Handelstag gekommen. Freitag, kleiner Verfallstag hier bei uns an der Frankfurter Börse. Dürfte mit Sicherheit heute ein paar spannende Punkte geben. Zum einen, wie gesagt, um 13 Uhr der kleine Verfallstag, aber der deutsche Aktienindex, der DAX selbst, den haben wir ja noch mal vorgestern soweit aufgegriffen. Mit dem charttechnischen Kursziel Richtung 14.000 Punkte. Grundvoraussetzung, wir schaffen es nachhaltig über die 13.550 rauszulaufen, um somit natürlich äußerst hohe Spannung, ob diese Marke heute auf Schlusskursbasis rausgenommen wird, dann dürfte das zumindest mal aus unserer Sicht, bedingt durch die starken Umsätze, die hier am Hoch in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden haben, mit enorm viel Power und Druck nach oben rausgehen. Aber alles Step by Step, wir werden euch natürlich da auf dem Laufenden halten. Ja, vielleicht nochmal zusammenfassend in den letzten Wochen und Monaten, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass wir ja hier von Heavy Traders äußerst bullisch gestimmt sind und dass wir überhaupt gar keinen Anlass sehen, aus den Positionen auszusteigen. Ganz im Gegenteil, eher, dass wir Stärke kaufen wollen und vor allem aber auch ein paar Aktien rauspicken, wo wir dann auf Sicht der kommenden Wochen und Monaten, wir haben schon angefangen, im Monat November stärker zu investieren. Vielleicht ein paar kurze Marktzusammenfassung. Heute habe ich für euch, wie gesagt, zwei Werte rausgesucht, die wir schon mal miteinander besprochen haben und uns heute zumindest mal soweit entschieden haben, Gewinne soweit zu realisieren. Es geht um die Morgan Stanley. Und auch um die Aktie von Facebook, die wir heute da besprechen werden. Einen Wert werden wir, wie gesagt, in Gewinn soweit schließen. Und den weiteren Wert werden wir natürlich dann auch weiterhin halten, weil wir noch auf die Zahlen warten. Morgan Stanley hat schon gestern die Zahlen rausgebracht. Also, lasst uns mal am besten direkt einen Blick auf den Chart werfen. Ihr seht relativ gut, die Morgan Stanley hatten wir soweit am 26.11.2019 besprochen, dass ich da sehr, sehr gute Dinge bin. Bedingt durch diesen schönen Ausbruch hier auf der Oberseite und dass wir das übergeordnete Kursziel Richtung 56 Dollar soweit ansteuern. Das wurde jetzt auch in der Tat mit den Zahlen, die da rausgekommen sind, praktisch mit viel Druck und viel Momentum. Morgan Stanley selbst konnte dann in der Spitze gestern fast 8% zulegen und damit das Kursziel erreicht. Das Hebelzertifikat, was wir am 26.11. besprochen haben, das kann ruhig hier auf YouTube erneut wieder aufgerufen werden, konnte dann in der Zwischenzeit fast 31% bzw. liegt im Moment knapp mit 31% im Plus. Da entscheiden wir uns erstmal aufgrund unserer Ziele aus dem Wert auszusteigen. Ja, der zweite Wert, vielleicht kann der Kollege Alex im Hintergrund bei mir kurz auf die Facebook-Aktie schalten. Da haben wir durchaus ebenfalls bei der Aktie von Facebook ein paar spannende Marken, die wir hier vorbereiten. Wobei, geht gerade nicht, ist aber nicht so schlimm. Dann lasst uns am besten direkt die Facebook so besprechen. Ja, Facebook selbst notiert ja im Moment unmittelbar in der Nähe der neuen Rekordhöchststände. Der Ausbruch, den wir ebenfalls am 29.11. soweit besprochen haben, da lag allerdings die Aktie knapp bei 190 Dollar. Im Moment sind wir knapp bei 220 Dollar und damit ist die Aktie jetzt weiterhin auf einem Niveau, inklusive natürlich neue Rekordhöchststände. Da wollen wir natürlich auch weiterhin investiert bleiben und für die Zuschauer, die eventuell noch keine oder beziehungsweise diesen Trade nicht mitmachen konnten. Wir bleiben weiterhin investiert bei der Facebook. Dazu haben wir nochmal eine Sondersitzung für euch um 12 Uhr vorbereitet. Die Registrierung ist natürlich kostenfrei unter www.heavytraders.live. Dann seid ihr hier bei uns in den Handelsraum im Livestream soweit mit dabei. Und wir werden natürlich wieder unsere Gründe und unseren Research, den wir für euch betrieben haben, in puncto News, in puncto Analystenmeinung, aber auch vor allem aus der Charttechnik nochmal genauer erläutern und last but not least das dazugehörige Zertifikat gemeinsam mit euch besprechen. Wir bleiben optimistisch bei der Facebook. Facebook ist für uns nach wie vor ein ganz großer Tech-Wert, eine große Fangaktie, die durchaus das Potenzial hat, auch eine 1.000-Dollar-Aktie zu werden, aber das natürlich auf langfristiger Sicht. Deswegen umso mehr reinschalten heute um 12 Uhr, heavytraders.live. Registrierung ist wie gesagt kostenfrei. Ich freue mich auf euch, vor allem zähle ich auf euch. Bis gleich um 12 Uhr und ansonsten noch ein schönes Wochenende.